Herzlich willkommen zum Yoga. Wir stellen das auf die Homepage, dann können sich dann auch die Teilnehmer das nochmal hinterher anschauen und mit dem Video üben. Wenn du mit dem Unterarm auf der Matte bist, Beine gebeugt, lass dir einen Moment Zeit, die Schulterblätter weg von den Ohren zu ziehen und den Bauch Richtung Rücken zu entspannen. Und dann drück dich nach hinten ab und bring Kopf, Halswirbelsäule auf die Decke und stütze die Oberarme auf der Matte ein. Das ist jetzt am Anfang, wenn ihr beginnt, habt die Füße gebeugt. Und wenn du liegst, gib dir einen Moment Zeit, lenke deine Aufmerksamkeit in die Region von den Schultern. Schulterblattbereich, ganz nach oben Richtung Schulterdach, der obere Schulterblattbereich, den breiten Rand. Wenn die Oberarme auf der Matte sind, drück diesen oberen Schulterblattrand nach unten. Und wenn das in der Muskulatur zieht, wenn es vielleicht irgendwo klemmt, beobachte und atme aus durch die Bereiche, die da vielleicht jetzt reagieren. Entspanne vom Kehlkopf, von dieser ganzen Kehlkopfregion, lass breit werden. Und dann, wenn die Arme langsam strecken, drücken die Schulterblätter runter in die Matte. Schulterblätter drücken zurück, Finger ziehen, werden gezogen. Vielleicht hilft das Bild von so Fäden, Marionettenfäden, die an den Fingern ziehen. Die Finger nach oben ziehen, während die Schulterblätter Richtung Matte nach unten drücken. Und noch einmal entspanne vom Kehlkopf. Lass die Region breiter werden. Greif die Ellenbogenspitzen, Schulterblätter drück sie an die Matte. Das heißt, es bleibt dieser Kontakt Schulterblätter und bewegen sich nur nicht vom Fleck, wenn die Arme über den Kopf kommen. Bei Schulterthematik, zum Beispiel Florence, du kannst dann die Hände einfach schön weit auseinandernehmen und eventuell die zwei Klötze nehmen oder den Stuhl und so dann die Hände stützen, sodass der Schulterblattbereich frei ist. Bringt dann die Fußinnenflächen zusammen und seid erstmal aktiver. Drückt die Fersen zusammen und bringt die Aufmerksamkeit jetzt von den Innenleisten Richtung Innenknie. Innenoberschenkel vom Becken her Richtung Knie. Lass fließen. Und dann lass die Fußaußenkanten kräftiger in die Matte. Dieses Bild vom Schwerwerden, Fußaußenkanten schwerer. Mit der Qualität bleibt das Becken ganz fest in der Matte. Auch hier Gewicht, Becken schwer in die Matte. Während jetzt also die Fersen zueinander drücken, im Innenbein, Innenoberschenkel Richtung Innenknie. Und dann die Fußaußenkanten etwas mehr in die Matte stoßen. Becken bleibt schwer. Beobachte die Außenseiten der Oberschenkel. Abduktoren werden aktiv über den Druck der Außenkanten. Und dann beginne die Atmung zu beobachten. Spüre die Länge deiner Ausatmung. Und mit den Einatmungen öffne von den unteren Rippenbögen Zwerchfellweite und lass den Atem Rippenbogen für Rippenbogen aufwärts fließen in die Breite. Ausatmung, Bauch leer. Kehle weich. In deinem Tempo, wenn die Atmung langsamer wird, so viel, wie es frei und leicht geht. Wenn du das die ersten Male machst oder länger kein Yoga mehr gemacht hast und du merkst, die Beine sind sehr angestrengt, dann hol dir zwei Klötze, die Bücher und stütz die Beine so an den Seiten, dass die Beine sinken können.
Wechsel deinen Griff, wechsel den Griff der Oberarme. Eine Hand greift um. Das heißt, die Hände an den Ellbogen. Wenn eine Hand umgegriffen hat, hat das einen Impact auf die Oberarme und auf die Schultern. Noch einmal spür den Druck der Fersen, der Fußaußenkanten. Und wenn das der Bauch schon weitet, mit den Ausatmungen, Bauch leer, lass den Bauch noch weiter werden. Wie eine Höhle, groß und weit. Mit den Einatmungen von den unteren Rippenböden her, deinem Tempo, langsam, sanft, fließen. Und dann langsam stell einen Fuß nach dem anderen auf. Bring die Arme nochmal nach oben. Und noch einmal ziehen an den Fingern die Marionettenfäden. Und jetzt abwechselnd die Hand nach oben, bis die Schulter sich etwas löst. Und dann lass wieder los oder es lassen die Marionettenfäden nach. Und die Schulter fällt nach unten in die Matte. Spür das Schulterblatt. Spür diese Region oben, diesen breiten, dreieckigen Knochen. Wenn es nach unten fällt, Schulterblatt, Lächeln. Weit weg von den Ohren. Und dann drück nochmal beide Schulterblätter nach unten, bring die Oberarme Richtung Boden und halte die Schulterblätter fest auf die Matte gedrückt. Wenn die Unterarme nach und nach Richtung Boden kommen. Vielleicht können die Hände gar nicht ganz zum Boden, wenn die Schulterblätter fest auf der Matte bleiben. Beobachte. Dann dehnen und spreizen den Rippen. Rippenbereich und Brustraum insgesamt. Wenn die Schulterblätter in die Matte drücken. Streck die Beine aus. Jetzt drücken die Fersen nochmal kräftig von dir weg, zieh die Kniescheiben hoch. Innenoberschenkel verbinden nach oben zum Becken. Und drück die Oberschenkelrückseiten 2-3 Mal runter in die Matte. Atem fließt. Beug die Beine. Komm über eine Seite. Wenn wir jetzt in Adho Mukha Virasana kommen und ich zeige die Haltung kurz. Oh, Claudia, I shall speak English, huh? So you can write me if it was too much of German. I try to remember now to speak in English. Lass das Gesäß gut bei den Fersen. So the buttocks is at the heels. Wenn die Hände nach vorne laufen, bleibt das Becken hinten. Und es kann sein, dass es vielleicht hier schon eine Grenze gibt. Wenn du merkst, außer bei Kniethemen, Andrea natürlich das Gesäßhöhe, durch die Decken zwischen Ferse oder eben in der Höhe, dass die Knie auf keinen Fall hier einen Druck bekommen. Hab den Kontakt zwischen Decke und Gesäß oder wer mit dem Gesäß gut zu den Fersen kann. Hold the buttocks, push the buttocks into the heels, halte den Kontakt vom Gesäß zu den Fersen und geh in deiner Zeit langsam nach vorne. Geh so weit, wie du von den Schulterblättern her noch einen guten Kontakt zu den Rippen behältst. Schulterblätter, die rutschen nicht nach vorne zum Kopf, sondern zieh die Schulterblattspitzen Richtung Hüften. Und um das besser zu finden, probiert mal die Finger zu strecken, dieses Längen, das Dehnen der Finger. Und dafür beginnen mit den Zeigefingern. Streckt die Zeigefinger 2-3 Mal. Vielleicht springt der Bizeps an, vielleicht spürt ihr den Innenarm. Dann den Mittelfinger, Länge, streckt den Mittelfinger. Den Ringfinger. Immer wieder. If it's the first time, the awareness
is very important. Feel your fingers, every single finger, and straighten the fingers. Even if it doesn't work in the first try, but put the intention, your attention into this area that you want to move. Kleine Finger, wenn die kleinen Finger strecken und verlängern, was machen die Außenoberarme, Trizeps? Was machen die Flanken? Und dann lass einfach gehen, entweder den Kopf auf die Matte oder auf einen Klotz, auf ein Buch, auf eine Decke. Und mit den Einatmungen spreizt den unteren Rücken. Ich halte euch jetzt recht auf Trab, ihr müsst die ganze Zeit mit der Aufmerksamkeit irgendwo im Körper hin. Wenn ihr jetzt diesen unteren Rücken anvisiert, spürt die Region mit den Einatmungen, spreize, Lumborum breit. Vom Becken kam her, von der Mitte nach links und rechts breit. Und mit den Ausatmungen lass lang werden. Komm langsam auf die Knie, auf die Hände und auch hier, da wo es Kniethänen gibt. Und wenn das mit der Matte zu hart ist, nimm die Decke unter Knie und Schienbeine. Bring die Hände so ein ganz wenig ausgedreht unter die Schultern, Fußrücken lang. Und jetzt machen wir eine kleine Atemsequenz. Und auch hier, deswegen die Vorbereitung mit den Schulterblättern, spürt nochmal, wenn ihr die Schultern so zwei, dreimal Richtung Ohren und wieder zurücknehmt. And you bring the shoulders closer to the ears and push them away. Bring your awareness into the shoulder blades. Feel the shoulder blades. Feel the movement of the shoulder blades. Wenn du die Bewegung der Schulterblätter spürst, dann einmal zieh die Schulterblätter tiefer Richtung Hüften und behalte immer die Verbindung Schulterblätter-Rippen. Heißt, Schulterblätter gehen nicht zu den Ohren, wenn du mit der Ausatmung den Bauchnabel Richtung Rücken bringst und mit der Einatmung das Brustbein nach vorne ziehst. Gerade hier, Schulterblätter, die ziehen zurück, sodass die Bewegung ganz verbunden ist. In deinem Atemrhythmus. Take your time, it's your breathing rhythm. Contraction, Bauchnabel zur Wirbelsäule. Und mit der Einatmung, when you breathe in, lift the chest forward, shoulder blades back. Es ist keine große Bewegung im Hals. Der Hals wird eher immer länger. Kein Knicken. Die Schultern, die gehen tiefer in den Rücken. Wann immer du mit der Einatmung das Brustbein nach vorne hebst. Und auch wenn mit den Ausatmungen, wann immer deine Ausatmung kommt, der Bauchnabel tiefer zum Rücken zieht und das Schweißbein geradewegs zwischen den Knien nach unten gezogen wird, weil der Bauch ganz leer wird. So in deinem Atemrhythmus beobachte. Watch the movement. Feel shoulder blades stay deep, far away from the head, far away from the ears. Und dann kurz löst. Wenn es für die Knie gut geht, kommt auf die Schienbeine, Steißbein nach unten und so ein leichtes Pumpen, ein Blinken. So the fingers open and open and open and open. Dreht die Arme aus, turn out the arms. Handinnenflächen Richtung Decke. Steißbein bleibt unten. Coccyx to the floor und immer ein Öffnen, Öffnen. Gut. Und kurz lösen. Wenn wir jetzt die Hände etwas belasten, wir müssen friedlich sein, Ahimsa mit den Händen. Das heißt, es darf Druck sein, es darf auch anstrengend sein, die Muskulatur insgesamt, aber kein lokaler Schmerz im Handgelenk, kein massives Pressen, sondern es ist ganzheitlich. Es zeigen jetzt die Finger weg voneinander und die Handwurzeln, die sind etwas breiter außen, vielleicht so im letzten Mattenstück, sodass sie fast schon etwas breiter sind als Schultern, weil die Ellenbögen jetzt nicht durchdrücken, sondern auch etwas zu den Fingern beugen. Und damit gibt es wie so eine kleine Schale von den Schultern runter bis zum Handgelenk. Schulterblattspitzen. Zieht nochmal die Schulterblätter weit weg von den Ohren. Yes, you pull the shoulder blades very far down.
And once again, lengthen the fingers. Nochmal, längen die Finger. Spür die Zeigefinger. Strecke, Mittelfinger. Strecke, Ringfinger und kleine Finger. Schulterblätter weg von den Ohren. Lengthen the fingers, shoulder blades back. And again, when you start breathing out, bring the navel to the back, to the lumbar. And when you breathe in, shoulder blades deep in the back. So take your breathing rhythm. In deinem Atemrhythmus, langsame, tiefe Ausatmung. Es ist so ein scharfes Ziehen durchaus vom Unterbauch zum Rücken. Und wenn mit den Einatmungen das Brustbein nach vorne zieht, auch hier Schulterblätter tief im Rücken. Die Ellenbögen drücken gar nicht durch. Die Ellenbögen sind minimal gebeugt. Und das ist ein gewisses Spreizen auch oben im Rücken, wenn die Ellenbögen leicht gebeugt sind. Nach der nächsten Runde drehen wir dann die Hände andersrum. Und zwar zeigen jetzt die Finger zueinander und dafür sind die Hände recht nah beieinander. Auch hier drücken die Ellbogen nicht durch, sie sind klein wenig gebeugt. Und auch hier strecken die Finger. Und wer das jetzt schon öfter gemacht hat, so mit dem Finger gearbeitet hat, erinnert diese Qualität vom Öffnen. Öffnet und streckt die Finger und schaut, ob das was mit den Schultern macht. Wenn die Schulterblätter tief sind, vielleicht der ganze obere Rücken, der so aufspannen kann wie ein Zelt. Die Halswirbelsäule geht hoch Richtung Decke. Das macht so ein bisschen einen Doppelklang. Und dann nochmal. Mit deinem Atemrhythmus, mit der Einatmung geht's Brustbein vor, Schultern zurück. Und mit der Ausatmung Bauchnabel zurück. Schau, wie es jetzt hier geht. Vielleicht sind die Bauchseiten etwas mehr angesprochen. Wenn du ins Öffnen gehst, der Brustraum nach vorne hebt mit der Einatmung. When you breathe in and you lift the chest forward, maybe the sides of the trunk now get involved. Und wenn die Schulterblätter tief bleiben, bleibt fast keine andere Wahl, als die Muskelgruppen sich zu verbinden. So you connect from the arms into the chest, the back. It's no isolation. Keine isolierte, voneinander unabhängige Bewegung. Beobachte mit den Ausatmungen, ob der Bauchnabel weit nach oben zum Rücken kann. Und dann danach noch einmal so ein leichtes Ausschütteln, Lösen. Dann haben wir noch eine letzte Bewegung. Und für diese letzte Bewegung, ganz wichtig, dass ihr die friedlich macht. Wenn jetzt die Fingerspitzen zu den Knien zeigen, Knie etwas weiter öffnen, es kann sein, wer jetzt hier schon geübter ist, dass die Hände durchaus ein Stück weiter weg können von den Knien. Und das ist eine Bewegung, die dich gut im Rücken öffnet, wo du merkst, dieser Schulterballatt, der Nackenbereich, der öffnet. Wenn das sehr streng ist, bring die Hände näher zu den Knien, in einem Bereich, dass es dir nicht vom Handgelenk den Hauptschmerz Druck macht, sondern das darf da sogar ganz neutral sein, sondern wenn die Schulterblätter nach hinten gehen und du die Atmung wiederholst, Ausatmung, Einatmung, eine tiefe Öffnung für die Schulter. Soweit, wie das jetzt für deine Schultergelenke gut ist, Schulterblätter zu den Hüften, dann mit den Ausatmungen immer wieder Bauchnabel zur Wirbelsäule, Einatmung, Brustbein weit nach vorne. Wir gehen jetzt hier so ausführlich in diese Sequenz, weil wir nachher für ein Ardha Chandrasana, eine Balancehaltung, die Brustkorböffnung im Vordergrund brauchen. Da lenken wir jetzt das Bewusstsein in den oberen Rücken, in den Brustkorb. Und nach dem nächsten Mal roll die Hände ab. Und komm aus der Haltung raus. Das ist eine ganz leichte Gegenbewegung, dass du einfach mit der Hand die andere Hand nach unten drückst. Man kann auch diese Haltung nehmen.
könntest Gewicht in die Hände abgeben und die Schulterblätter tief in den Rücken ziehen. Handrücken zur Matte. Wer aber jetzt schon an der Grenze ist, ist dieser Druck etwas stärker und dann vielleicht schon zu viel. Da kannst du gehen mit der Hand auf den Handrücken. Und jetzt kommen wir in einen Hund. Wenn deine Handgelenke sich gut anfühlen und das alles im grünen Bereich ist, der Hund auf der Matte. Ansonsten nimm dir den Stuhl. Und wer mit dem Stuhl geht, für die Handgelenke, auch für die Schultern, aber auch für den Rücken. Mit dem Stuhl sieht die Haltung dann so aus, dass du hier etwas mehr Höhe hast und damit auch für den Schulterbereich nicht so eine starke Arbeit. Wenn du keinen Stuhl brauchst, Hände gut aufgefächert, stell die Zehen auf und wir gehen aus dem Vierfüßler und bringen das Becken senkrecht nach oben. Fersen noch in der Luft. Wenn Spielraum ist und du merkst, gut, Becken kommt schön nach oben, die Hände laufen weiter nach vorne. Auf die Weise vergrößere den Abstand. Schau mal, was machen die Schulterblätter? Können die Schulterblätter weit weg von den Ohren sein? Can you push the shoulder blades away from the ears? And when you start bringing one heel more to the floor, shoulder blades stay away from the ears. And when you change one foot after the other, bring the heels to the floor, shoulder blades away. As well, the buttocks away from the chest. Wenn ihr langsam eine Ferse nach der anderen nach unten bringt, achtet darauf, dass die Schulterblätter tief im Rücken bleiben. Und drückt das Becken weg von den Schultern. Und dann bringt einmal beide Fersen nach unten, während das Becken sich wegbewegt von den Schultern. Kommt noch einmal auf die Knie. Jetzt kommt die letzte Sequenz auf den Knien. Bringt jetzt das rechte Bein nach hinten. Und mit der linken Hand geht mal so rum, so an die Taille. Und schaut, ob ihr mit der Taille Kontakt zur Hand machen könnt. Wenn ihr vom Latissimus spreizen wollt und diese Region seitlich in die Hand drückt, vielleicht gibt es die Bewegung vom Bauch mehr zum Rücken. Das heißt, dass ihr nicht den Bauchnabel zum Rücken drückt, sondern einfach die Taille spreizt. Von der Wirbelsäule weg und dafür soll die eine Hand helfen. Und wenn das spürbar wird, drückt auseinander, Arm und Hand, Schulterblatt tief. Jetzt machen wir was für Geübtere. Oder auch, wenn das gut geht, wenn das Bein zur Seite kommt, der Arm geht zur anderen Seite. Und dann bring synchron wieder zurück. Dreh das Bein hinten gut ein und spreiz den unteren Rücken. Du kannst auch nochmal die Hand nehmen, um zu spüren. Kann der Rücken spreizen? Drück in die Hand. Diese besten Teile, diesen schmalsten Teil, der drückt in die Wand. Und nochmal, Bein und Arm auseinander. Und wieder zurück. Und noch einmal, spreiz die Taille. Drück in die Hand. Letzte Runde. Es geht auseinander. Ups, wo bin ich? Entschuldigung, ich war falsch. Über die Länge gehen Arme und Beine wie zwei Flügel zur Seite. Und wieder zurück. Dreh hinten das Bein nochmal ein, die Zehen Richtung Boden. Komm zurück. Und kurz atmen wie Virasana. So when you do this movement, it's always to look, no lordosis, it's a straight back. Dann kommt wieder zurück. Streckt das andere Bein nach hinten aus, stoßt die Ferse weg. Und dann schaut man mit der Hand, wenn ihr so rumgreift, ob ihr die Taille in die Hand drücken könnt. Und dann vielleicht diese besten Taille etwas spreizen könnt. Dreht hinten das Bein gut ein. Und wenn das sehr streng ist, bring die Zehen ruhig zum Boden, wer jetzt eine längere Yoga-Pause hat. You can bring the toes back to the floor if it's too hard. Then straighten your arm forward. And foot and arm go synchron to the side. Und wiederholt auf der anderen Seite. And when they come back, shoulder blade, get away from the ear. Once again, feel with the hand, push the hand with your trunk. Und wieder zur Seite. Ups, jetzt habe ich wieder eins übersprungen.
Genau, ihr kommt von vorne zur Seite. Und nochmal zurück das Bein, spür nochmal die Taille. Stoß mit der Hand, das sind dann auch immer die Wiederholungen zu spüren. Ah, irgendwann mal gibt es so eine Antwort vom Muskel. Der fängt an zu reagieren. Ich will mal den einen überspringen. Seite und nochmal zurück. Ja, gut. Und dann bringt das Becken zurück. Und kurz Adho-Mittasana. Auch hier beobachte, wenn du mit den Einatmungen den unteren Rücken und jetzt auch diese Taillenregion auffüllst. If you fill the trunk by breathing in, so the lower back, spread the lower back, the breath is widening this area. Und dann langsam kommt nach oben, kommt zum Stehen und habt jetzt schon, entweder wer mit dem Stuhl arbeitet, manche von euch aus den Kursen, in den langsamen Kursen, wo wir sehr ins Detail gehen, arbeiten vielleicht gerne mit dem Stuhl, dann kommt dann später die Hand einfach auf den Stuhl. Oder wer den Klotz hat, der nimmt sich den Klotz. Das haben wir schon mal in der Nähe und beginnen direkt mit so einer bequemen Grätsche. Also jetzt noch kein großes Uttita Hasta Padasana, sondern so, wie du bequem stehen kannst, aber etwas weiterläufen. Bringt nochmal und jetzt die Handrücken, alle beide genau in die Region, wo ihr eben jeweils eine Seite hattet. Now again, you bring your hands into this area of the lower back. And start to push into the hands. Beginnt, den Kontakt in die Hände zu suchen und bringt diese Region, weil wir haben da ganz viele Nerven, die reagieren. Ganz viele Rezeptoren, wo wir jetzt wach werden. Gib einen Push in die Hand rücken. Push the hands. Und vielleicht macht der Rücken, wenn ich es von vorne zeige, übertreibe ich so ein bisschen eine Rundung und der Oberkörper, Brustkorb fällt nach unten. Halte dieses Gespreizte da unten. Es darf dehnen in der Bauchregion. Bauchhaut wird lang, wenn du trotzdem den Brustraum hebst. Es ist also kein Entweder-Oder. It's not a whether nor. It's both. You spread the lower back, you spread this area, the sides of the trunk, and lift the chest. And therefore push into your hands. Mit diesem Gefühl, mit dieser Breite, bringen wir nochmal die Arme in so einen rechten Winkel. Ich zeige es von der Seite. Dazu würden wir losgehen. Eine der letzten Stunden. Die letzte Stunde, da habe ich so ein bisschen Zeit drauf verwandt. Wer es kennt, vielleicht vom Laufen, vom Walken. Wir ziehen von der Brustmuskulatur hoch, einfach durch den Tonus, der erzeugt wird durch den rechten Winkel. Taille schön breit. Zieh die Schulterblätter zur Wirbelsäule hin. Und wenn du die Arme jetzt wie so zwei abgeknickte Flügel mit einem großen Widerstand strecken willst, die Flügel also streckst, gibt es da hinten im Rücken diesen Widerstand. Ups, das Bild ist irgendwie hängen geblieben. Den Widerstand, weil die Schulterblätter nicht einfach mitgehen. Halte die Schulterblätter noch dagegen. Schulterblattspitzen zum Becken. Dann dreht das rechte Bein aus. Vielleicht den Abstand größer, wer geübt ist. Er muss nicht groß sein, du kannst ihn auch relativ klein lassen. Maß hier für die Größe des Abstandes ist, kannst du den Rücken gut spreizen? Ist das Knie vorne über der Mitte des Fußes? Vorderes Knie zwischen zweiter und dritter Zehe. Großzehballe. Spür die Balle der großen Zehe vorne. Jetzt kommt noch was Neues. Kannst du diese Großzehballe vorne, can you, the ball of the big toe, can you feel this area? Then pull up the kneecap. Zieh die Kniescheibe vorne hoch. Es geht hoch und über in die hintere Außenkante. Noch einmal Schulterblätter zur Wirbelsäule und dann zieh mit Widerstand die Schulterblätter auseinander. Lang nach vorne. Bring die Hand, wer geübt ist, vielleicht auf den Boden oder auf den Klotz oder auch auf den Stuhl.
Arm schon wieder nach oben. Dreh das Bein ein und schließ. Spür deinen Atem. Recognize your breath and stay with your awareness with your breath. Und dann nimm den Stuhl, den Klotz, was auch immer du jetzt benötigt hast, auf die andere Seite. Und bring direkt die Beine in so einen Abstand. So when your distance is more or less in a small distance, it's possible to lift, to have all these lines without breaking down, take a small distance. If you're fine with a big distance, it's necessary to have the control. Beugt nochmal die Arme. So ein bisschen, als würdet ihr loslaufen. Von der Innenachse geht's hoch. Vom Trizeps fließt es hinten runter. Schulterblätter tief. Dann zieh die Schulterblätter zur Wirbelsäule hin, wenn diese Flügel langsam wieder aufgehen. Natürlich gehen die Schulterblätter jetzt auch auseinander, aber die Muskulatur zieht mit. Es ist nicht ohne Widerstand. Es ist nicht einfach nur Schulterblätter zum Zusammendrücken. It's not just pushing the shoulder blades together. It's within resistance. Und dann auseinander. Vorne das Knie im vorderen Bein zwischen zweite und dritte Zehe. Muss man hier wieder ein bisschen kochen in der Haltung. Spür die Balle der großen Zehe. Can you feel the ball of the big toe in the front foot? Push it down, if it's possible, and pull up the kneecap. Auf jeden Fall zieh die Kniescheibe hoch. Es geht hoch und über die hintere Außenkante. Noch einmal die Arme kraftvoll, zieh auseinander. And when you lengthen forwards, important is that this side is very long, so you can decide whether you bring the hands down to the floor or you prefer the chair. We have control. Still, kneecap is pulling up. Kannst du immer noch vom Vorderbein verbinden ins Becken, Innenoberschenkel, hoch in die Leiste. Und mit Spannkraft kommst schon wieder zurück. Dreh die Beine ein. Und komm einmal ins Namaskarasana. When you bring the feet a little closer, the hands are not turning to the face, they make a little diagonal away from the face. Das heißt, die Hände gehen so ein bisschen weg vom Gesicht, ein bisschen weg vom Brustbein. Steißbein zu den Fersen, Coccyx down. Und hier lenkt mal die Finger. Wie geht das hier? Spür deine Finger. Feel the fingers, the contact together. Lengthen. Wenn die Schulterblätter tief bleiben und du dehnst die Finger, du lenkst und öffnest, passiert vielleicht was hinten im Rücken bis zum Gesäß. Lass den Trizeps fließen Richtung Ellbogen. Und die Finger, vielleicht von unsichtbaren Marionettenfäden, werden diagonal Richtung Decke gezogen. Bizeps dreht dabei aus, Innenachse hoch. Und dann gehen wir noch einmal in so einen Abstand. Brauchen wir eventuell den Klotz, die Bücher. Und gehen direkt in so eine Grätsche. Bringt die Hände an die Hüften und spürt mal einen Moment, ob die Hüftknochen etwa auf gleicher Höhe sind. So the hip bones, they are parallel to the floor. But they can be a little bit diagonal if you look on the front mat. Das heißt, die Hüftknochen sind zwar parallel zum Boden, aber nicht in einer Linie mit der vorderen Matte. Nicht notwendig. Das sind individuell die Hüftgelenke so verschieden. Für manche ist es möglich, für viele nicht. You have touched the hip bones and you feel okay. The front hip bone is high. Again. Pull the shoulder blades together. Zieh die Schulterblätter zusammen. Mit einem Widerstand öffne die Flügel.
so ein bisschen, ah, da hält immer noch was hinten, die Schulterblätter zusammen, aber die gehen trotzdem auch auseinander. Jetzt stößt hinten die Außenferse mehr nach unten, wenn das vordere Bein beugt. Ihr fallt nicht nach vorne, sondern ihr bleibt oben und dafür hilft die hintere Außenferse. The back leg is straightening. Dreh den vorderen Arm aus, viel höher in der vorderen Flanke, wenn du dann weiter beugst. Both legs are straight. You come forward. Whether bring the lower arm to the thigh. Entweder ihr bringt den Unterarm auf den Oberschenkel. Oder ihr bringt die Hand auf Buch oder Klotz, was auch immer gut geht. Dreh den Oberarm aus und shoulder blade very far away from the ears. Jetzt drückt die Hüfte, die zur Decke zeigt, hoch zur Hüfte. Nein, hoch zur Decke. Die obere Hüfte hoch zur Decke. Und unten das Gesäß Richtung Matte. Dann dreh dich rum und komm in den Hund mit dem Kopf nach unten. Du kannst die Hände gerne auf den Stuhl bringen. Dog Pose. Laufe langsam nach vorne. Walk. Give the mat a massage. Give a massage to the mat. Und wenn der Rücken Thema ist, bring die Hände auf den Stuhl. Wenn der Rücken stabil ist, lass dich einen Moment im Uttanasana aushängen. Beine aktiv. So if your back needs support, bring the hands to the chair or to the bricks. Don't hang over, but give more light to the back. If the back is fine, you just can be in Uttanasana. Straighten the legs. Spür deine Ferse. Ballen der großen Zehen. Brustballen. Wenn die nach unten drücken, zieh die Kniescheiben hoch. Ballen der großen Zehen runter. Kniescheiben hoch. Dann die Fersen nochmal runter. Und für überstreckte Hamstrings, denk dran diese Innenrotation. Ganz gut die Rotation, auch die Abduktoren. Gesäß breit. Und komm einfach nach oben. Andere Seite. Wenn du den Stuhl hattest, nimm auch auf der anderen Seite den Stuhl. Hast du einen Klotz oder ein Buch. Gleiche Höhe für den Arm und die gleiche Bewegung auf der anderen Seite. Auch hier. Nochmal kurz diesen Shake fürs Becken. Wo sind die Hüftknochen? Sind sie parallel zum Boden? Meine Hüften sind jetzt nicht parallel zum vorderen Mattenrand. Meine Hüftgelenke sind gar nicht so, dass ich das könnte. Würde ich das Becken hier vorne nach vorne drücken, würde ich mich einfach nur verdrücken. Aber wir wollen in den Gelenken ruhen. Raum in den Gelenken. Und kompakt. Kein Wringen, Quetschen, Stoßen. Schon, wenn die Muskulatur es macht. Dann Schulterblätter zur Wirbelsäule und nur unwillig gehen die Schulterblätter mit auseinander. Spür den Rücken breit werden. Hintere Außenferse stößt nach unten. Großzehballe vorne einmal nach unten. Kniescheibe vorne hoch. After you have straightened the front leg, now let go. From the inner thigh to the inner knee. But the back heel, the outer part of the heel, is pushing into the mat. Und so, im richtigen Abstand, bleib aufgerichtet. Lengthen all the way up, 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 up. And then come forward. Whether you stay here, or you bring the hand wherever your hand has to be. Long trunk, lange Flanke. Shoulder blade away from the ear. Push the back heel. And the front buttocks is going down. Hintere Außenferse drückt nach unten. So geht dann auch die Hüfte, die Richtung Decke zeigt, hoch Richtung Decke. Während das Gesäß vom vorderen Bein Richtung Boden fällt. Rollt. Unter dich rollt.
die geübten, das habe ich nicht extra erwähnt. Das ist ein Strecken, ein Wringen im Rücken, kein Engwerden im Nacken, wenn der Kopf aufdreht. Und dann kommen wir in den Hund. Dog Pose. Adho Mukha Svanasana. Kommen Adho-Virasana, Knie geöffnet, großen Zehen berühren einander und kurz die Stirn. Entweder zum Boden oder die Stirn auf einen Klotz. Ich drehe mich jetzt rum zu dem kleinen Bildschirm, um zu schauen. Und wenn der Kopf auf dem Klotz, auf dem Boden ist, spüre hier auch nochmal mit den Einatmungen. When you're in this pose, and the head is heavy on the floor or at the brick, feel the breath. In Einatmung, lass den unteren Rücken breit werden. Lower back is spreading when you breathe in. Ausatmen, der Brustraum bleibt weit. Und dann kommt langsam nach oben. Wir nehmen entweder den Stuhl oder zwei Klötze. Wenn ihr von oben anfangt, bringt nochmal die Hände an die Hüften. In den Oberschenkel ziehen, hoch. Außenfersen stoßen nach unten. Dann, wenn die Ellenbogen nach hinten drücken, when you push the elbows back, coccyx is going down. Wenn die Ellenbogen nach hinten drücken, zieh die Kniescheiben hoch, pull out the kneecaps. Außenfersen runter. Und jetzt mit dem Eindrehen der Oberschenkel, Innenleisten rück. Roll in the groins, roll in the thighs. This is what makes you coming forward. And bring the hands to the bricks, to the chair, to the books. Was immer du hast, gleich hoch, schulterbreit. Zieh die Kniescheiben hoch, stoß die Außenfersen nach unten. Dreh die Oberschenkel ein. Wo sind die Schulterblätter? Für die Geübten, wenn du nach unten gehen möchtest, schau, dass du aus den Hüftgelenken runterkommst. Und wenn der Kopf ruhen sollte, Außenfersen stoßen nach unten, dreh die Oberschenkel ein, öffne die Füße. Wenn du nicht geübt bist oder vielleicht eine längere Pause gemacht hast, bleib in Ardha Prasarita Padottanasana. Und dann bringt die Beine enger zusammen und kommt nach oben. Nehmen Sie zwei Klötze oder die zwei Bücher oder auch einfach den Stuhl für die Hand. Und machen jetzt so eine kleine Bewegung. Nehmen wir ruhig die Klötze, wer Klötze hat, hochkant. Wir nehmen es etwas einfacher, nämlich wirklich nur, um den Brustkorb zu spüren. Wenn wir ins Ardha Chandrasana gehen, und ich zeige es mal kurz, wenn wir aus dem kleinen Abstand gehen, das vordere Knie beugt, so ein bisschen das Pendel, wenn ich den Oberkörper nach vorne lasse, fällt das Bein hinten in die Luft. Ich lasse nach hinten in die Luft fallen, bringe den Klotz etwas weiter vor und jetzt habe ich wieder hier diese Hüfte, die will Richtung Decke. Die Großzehballe, die Balle meiner großen Zehe am Boden, die geht nach unten. Und wenn ich jetzt hier die Füße, Großzehball gut nach unten nehme, die Hüfte richtet sich auf und wenn ich stabil bin, kann ich dann aufdrehen. Ups. Und wenn du zurückkommst, beide Hände zum Klotz, dreh die Hüfte ein. Ihr seht, das Becken geht parallel. Hüfte geht runter zum Boden, mach den Schritt zurück und komm nach oben. Mach nur diese eine Haltung, dass du von der Seite kommst und wenn du nur auf der Seite Blick zum Boden behältst, das ist gut. Wichtig ist, dass die Hüfte zur Decke nach oben drückt. Und dann geht die Hüfte nach unten, beide Hüftseiten parallel zum Boden. Mit dieser Haltung beginnt also ein relativ kleiner Abstand. Ein Klotz, sodass du ihn mitnehmen kannst. Einmal die Hände an den Hüften.
Da ist jetzt so das Scharnier. Wenn das vordere Bein etwas beugt, dann geht das Gewicht über vorne und vom Hüftgelenk her gibt es diese Transition. Wenn die Hand auf den Klotz kommt, das Bein in die Luft kommt, die Hüfte will Richtung Decke hoch. Kein hohles Kreuz. So the coccyx is going to your heel. And then you straighten. Ups. If you want to, bring the arm up. Bringt die Hand nach unten, holt euch das zweite, den zweiten Klotz und bringt das Becken parallel zum Boden. Now turn in the hip and push the heel back. Big toe on the floor, heel in the air. Both are pushing. Bend the leg, beugt das vordere Knie, lauft mit den Händen oder mit den Klötzen zurück und richtet euch auf. Das Becken ist parallel zum vorderen Mattenrand. Und dann geht es auf die andere Seite. Ich zeige es jetzt einfach mal mit dem Rücken. Auch hier. Die Hände sind an den Hüften. Wenn das vordere Knie beugt, ihr kommt so nach vorne, die hintere Hüfte, also die Hüfte vom hinteren Bein, die geht mit nach vorne. Die geht mit nach vorne und geht nach oben Richtung Decke. Und wo auch immer deine Hand ist, ob du die Hand, nicht so fallen wie ich, ob du die Hand tiefer hast, dann ist auch das Bein höher. Oder ob die Hand höher ist, dann kann das Bein auch etwas tiefer. Die Hüfte, die zur Decke zeigt, zieht nach oben zur Decke. Große Balle am Boden runter. Dann dreh das Bein ein. Hüfte parallel zum Boden. Streck das Bein nach. Straighten the leg, turn in the hips. Now both hips parallel to the floor. Bring the hands down to your books or bricks or chair. Und mach den Schritt zurück. Kleinen Schritt zurück. Turn the back leg in. So the hip is coming forward. Innenrotation vom hinteren Bein. Außenferse bleibt gut verankert. Hinten die Außenferse. Vorne die Großzehenballe. Und schließt. Jetzt machen wir es einmal mit der Wand, um zu spüren, das zu vertiefen. Und vielleicht geht es, dass du die Hände so zwischen dem Bücherregal irgendwo einsetzen kannst. Nämlich schauen, wo können wir hinten vielleicht die Fußzehe auch zart an ein Buch setzen oder an eine Wand, vielleicht an Regal oder was auch immer du da hast. Und von der vorderen Hand, die kann vielleicht einfach nach unten hängen. Vielleicht ist es schwierig, nach unten zu hängen, dann nimm dir den Klotz. Oder den Stuhl. Je nachdem, wo du bist, es ist vor allen Dingen die Hand vom oberen Bein, wenn das rechte Bein am Boden ist, linker Fuß an der Wand, ist die linke Hand auch an der Wand. Und die Hand vielleicht auf dem Klotz, stoß jetzt mit der linken Hand deine linke Hüfte zur Decke. Während das rechte Gesäß zur Wand drückt. Ihr habt also das Bein, wo es in der Luft ist, die Aufrichtung zur Decke. Das Bein, das am Boden ist, es geht zur Wand. Und dann, wenn du dich gut fühlst, löst den Arm und vertieft die Bewegung. Kommt achtsam aus der Haltung raus. Mach die andere Seite. Auch hier nehmen wir den Stuhl, den Klotz mit. Während die Zehe vielleicht irgendwo gerade ein Schräubchen berührt, ein Buch oder was auch immer, der andere Fuß ist parallel zur Wand. Die Hand, das rechte Bein in der Luft ist, die rechte Hand drückt gegen die Wand. Um die rechte Hüfte nach oben Richtung Decke zu heben. Linkes Gesäß zur Wand. So, wenn vom Standbein das Gesäß gut zur Wand geht, das Becken hinten zur Decke, drückt den Brustkorb ebenfalls nach oben auf. Und diese Höhe vom Brustkorb, wo die Hand dich hochdrückt, da haben wir Hüft- und Brustkorböffnung gleichermaßen. Wenn du aus der Haltung rauskommst, achtsam, komm raus.
Und kommt zurück auf die Matte und steht einmal in Namaskarasana. Füße etwas geöffnet. Finger dehnen nach oben, Länge nach oben. Schulterblätter tief. Wenn du möchtest, schließ die Augen und nimm wahr. Füße öffne in den Boden. Die Finger, die Längen. Spür den Atem. Und dann löst es auf. Und kommt noch einmal in den Hund mit dem Kopf nach unten als Ausgleich. Entweder die Hände auf den Stuhl oder auch auf den Boden. Streck die Arme weit nach vorne. Das Becken geht weit weg von den Schultern. Schulterblätter tief. Kommt dann in Adho Virasana from the dog pose. Bring the buttocks to the heels and lengthen the trunk. Lauft mit den Händen zu den Knien. Wir kommen jetzt in eine Sitzhaltung, wo ihr dann entweder auf dem Klotz sitzen könnt oder auf einer Erhöhung, sodass ihr vielleicht auch auf einer Decke, wenn Bücher oder etwas anderes dafür nicht geeignet sind, sodass ihr auf jeden Fall über die Höhe, die Sitzhöhe, dem Kreuzbein Unterstützung gibt, dass es sich ganz aufrichten kann. Schultern über den Hüften. Beugt das rechte Bein und umfasst das Schienbein. Zieht das Schienbein etwas hoch und stoßt die Ferse nach unten. Wir haben dieses Zusammenspiel, dass die Ferse nach unten und das Schienbein nach oben geht. Auch hier, um den Rücken aufzurichten, den Rücken zu strecken. Es bleibt die linke Hand am Schienbein, wenn der rechte Arm nach oben verlängert. Und dann komm in eine Drehung, dreh dich zum gebeugten Bein, hinten die Fingerkuppen zum Boden oder vielleicht den zweiten Klotz oder etwas höher, wenn es das braucht. Immer noch zieht vorne die linke Hand das Schienbein nach oben und die Ferse schwer runter. So die Leiste, die Beinleiste, da wo das Bein gebeugt ist, diese Beinleiste geht tiefer nach innen, so ein Einfalten von der Beinleiste, während die Bauchseite, die linke Bauchseite hochkommt, beziehungsweise, wer jetzt rechts ist, die rechte. Wenn du den Kopf langsam und sanft etwas weiter drehst, achte auf die Höhe. Ferse stößt nach unten, Flanke lang. Dann komm langsam zurück, verlängere die Arme nach oben, ziehe dich nach oben, lass das Knie etwas nach außen und bring die Hände einfach nur rechts und links von dem gestreckten Bein. Es ist nicht notwendig, dass er jetzt faltet, auch nicht notwendig, dass er den Fuß fasst. Aber wer jetzt hier den Fuß gut fassen kann, achte auf diesen breiten Schultergürtel, auf den offenen Brustraum. Andernfalls die Hände großzügig rechts und links. Und wenn du möchtest, kannst du den Schritt weitergehen. Der Oberarm dreht ein, zeige es von der Seite. Der Oberarm dreht ein und ihr fasst einfach. Und dann drehst du dich zum gestreckten Bein. Aber nur, wenn die Schulterblätter tief im Rücken bleiben können und der Brustkorb heben kann. Sonst bleib in der Position und dreh, heb dich, dreh etwas, heb dich. Und mit einer der nächsten Einatmungen löse achtsam auf, zieh nach oben. Bring die Arme über vorne, aber auf den Klotz. I just lost the height, you stay with your height. And change, all of it.
Wenn ihr jetzt den anderen Fuß aufgestellt habt, auch hier umfasst mit den Händen gefaltetes Schienbein. You pull the shin bone a little bit up. To push the heel down. Feel this movement. Feel, recognize when the hands pull up, the skin is a little bit pulled, stretched, and the heel is pushing down. Spürt, was passiert in der Beinleiste. What is the groin doing? Can it relax? Can it go deeper? Wie geht's der Bauch aus? Kann diese ganze Seite steigen? Schulterblätter tief. Und dann bleibt jetzt die andere Hand. Verlänger nach oben für die Drehung. Und wenn du drehst, der Lendenwirbelbereich bleibt. Brustkorb breit. Drehung in der Brustwirbelsäule. Ihr seht, ich habe den Ellenbogen gehoben, aber das Schulterblatt tief. Wieder so ein Bringen, um diesen ganzen Bereich zu spreizen. Die ganze Nierenregion breit. Wenn der Kopf achtsam weiterdreht, die Höhe am Rücken bleibt. Dieses gestreckte, gewrungene am Bauch, Höhe in der Bauchseite. Schulter tief, Ellenbogen hoch. Und so ziehst du immer noch das Schienbein hoch vom gebeugten Bein und die Ferse runter. Spürt das. Wenn du achtsam zurückkommst, lass das Knie etwas nach außen. Wenn du nach vorne kommst, es kann sein, dass hier gut ist. Maybe this is enough. Because it's just to sink into this groin, to relax the groin. So the forward movement is coming from the hip joint. So die Vorwärtsbeuge kommt aus dem Hüftgelenk. Kein Pushen im unteren Rücken. Kein Engwerden im Brustraum. Es bleibt alles weit, Schultergürtel breit. Vielleicht ist es leicht möglich, den Fuß zu fassen. Vielleicht möchtest du umgreifen und hinten die Hände falten. Und wenn du dich dann hochziehst, drehst du dich zum gestreckten Bein. But there is no need, no pushing. Santosha, this is a Sanskrit word. Dieses Sanskrit-Wort bedeutet Zufriedenheit. Und darin steckt auch Unterscheidungsvermögen. Was braucht mein Körper jetzt? Wo bin ich in meinem Körper? Ah, das hilft mir. Hier verliere ich mich vielleicht. Dann mache ich einen Schritt zurück. Und dann zufrieden zu sein mit dem, was ist. Die Realität anerkennen. Unterscheidungsvermögen nicht im Sinne, ich möchte gerne etwas haben. Wenn du zurückkommst, verlänger und heb dich. Sondern unterscheiden von dem, was sinnvoll ist und das, was nicht sinnvoll ist. Schreib beide Beine aus. Ein großzügigen Abstand der Beine, etwas breiter als Hüfte. Bleib auf der Höhe. Du kannst dir entweder den Stuhl nehmen, ich zeige es gerade, oder einen Platz, oder auch die Decke. But just show it. And the sitting bones are on the back or on the blanket. So whether you take the chair or maybe if your back is fine and the forward bend practice, maybe you just fall forward and relax here. But as well, it's from the hip joint. It's not crunching in the upper body. So wenn du nach vorne kommst, geh nur so weit, wie deine Hüftgelenke diesen Impuls zulassen. Und der Rücken ist neutral. Die Bauchseite ist neutral. Brustraum weit. And wherever you are, wo auch immer du jetzt bist, noch einmal spür mit den Einatmen diese Region der Taille. Breit mit der Einatmung. Nach rechts und links. Spread this area while breathing in. And the stomach is going to the back and it's getting very... Englisches Wort. Der Bauch, der zieht sich zum Rücken zurück, wie eine Höhle, like a cow. Brustraum weit. Einatmung, Rücken breit. Ausatmung, der Rücken bleibt breit. Genieße. Ob die Hände, Stirn am Stuhl sind, wo auch immer. Und wenn ich das zeige, wenn du tiefer gehen kannst, geh tiefer.
aber nicht auf Kosten von unserem Rücken und auch nicht, um einer Form Genüge zu tun, sondern nur deinem Körper zu dienen. Das heißt, höre auf deinen Körper. Paschimottanasana. Paschima ist der Westen, dort wo die Sonne untergeht. Eine Haltung, die den Parasympathikus aktiviert. Die nach innen die Aufmerksamkeit ins Innere zieht. Gut geeignet für Meditation. Irgendwann komm wieder nach oben. Streck die Arme über vorne und nimm den Rücken mit hoch. Noch einmal, spreize diese Region. Spread this area of your back. So maybe the shoulder blades flow down when you spread the lower back. Und bring die Arme über vorne zurück. Habt jetzt ein Tuch, ein Gürtel, ein Gurt. Vielleicht ist es so ein Gurt. Aber es geht auch im Gürtel. In Sukta Padangusasana 1. Ich nehme den Stuhl hier mal weg. In dieser Haltung. Entschuldigung. In dieser Haltung wollen wir das Becken gut parallel am Boden lassen. Und nochmal für den Rücken, die Rückenöffnung, einen Ausgleich machen. Und dann seid ihr auf der Matte am Liegen mit etwas Kopfhöhe. Have height for your back, for your head. Halswirbelsäule, Kopf gestützt. Und ich zeige es mal, wenn der Fuß so in den Gurt schlupft und nach oben geht. Das Becken ist parallel. So the hip is parallel to the short mat side. Und es bleibt auch parallel, wenn das Bein am Boden streckt. When you straighten the leg on the floor, the hip is staying. Und dann, wenn ihr in die Haltung geht, zuerst das gebeugte Bein, wenn ein Bein streckt, in den Gurt, in den Gürtel. Du merkst, Becken ist parallel. Hier für die Geübteren. Spürt, wo sind die Sitzbeine? Kann der obere Beckenrand schön schwer bleiben und trotzdem die Sitzbeine gehen auch Richtung Boden? Mit anderen Worten, der Bauchraum wird weiter. Es geht bis zum Schambein, tief runter die Hüftgelenke. Dort findet Öffnung statt. In diese Fläche vom oberen Kreuzbeinrand bis zu den Sitzbeinen. Breiter, ja flächiger, das ist vielleicht das Wort. Flächiger zum Boden kommen. Und dann lass den Atem fließen. Schulterblätter breit. Shoulder blades spread into the mat. Wechselt das Bein. Bringt das eine Bein nach unten, beugt es und das zweite Bein kommt in den Gurt, in den Gürtel und Richtung Becken. Auch hier, achtet drauf, look that the hips are parallel to the front area of the mat. And the sacrum is very wide on the floor. Das ist also das Kreuzbein, diese Fläche, gut unten, wenn das Bein am Boden ausstreckt. Spread the sacrum into the floor as well as you spread the shoulder blades into the floor. Viel Fläche vom Kreuzbein, vom oberen Kreuzbeinrand bis Richtung Sitzbeine nach unten. Natürlich, das Kreuzbein ist nicht Sitzbein. Das Kreuzbein läuft ja spitz zu und läuft aus ins Steißbein. Aber visualisiere die Sitzbeine, Region der Sitzbeine und den oberen Kreuzbeinrand. Ebenso die Schulterblätter, flächig. Und genieße. Wenn die Dehnung sehr stark ist,
Gerade wenn die Hamstrings vielleicht mal verletzt waren und du merkst, es ist jetzt die empfindliche Seite, ein kleines Beugen vom Knie. Und bring den Oberschenkelkopf noch mehr runter in die Pfanne, dass der Quadrizepsbereich, der vordere Oberschenkel, aktiver wird. Upsala, mir fängt es gerade an zu zittern. Das heißt, dass ich jetzt hier aktiviere, meine ganze Vorderseite bringt die Spannung, um den Hamstring-Bereich zu entlasten. Und dann langsam beugt. Beugt beide Beine. Spürt mal mit den Händen, ob ihr mittig auf der Matte seid. Von den Hüften. Man kann da auch die Hüftenden hochnehmen. You can lift the mat and see if you're in the middle of the mat. Dann nimm die Decke weg unterm Kopf und schau auch hier, bin ich auf der Mitte der Matte? Oh, mein Kopf ist ein bisschen schiefer. Dann schaue ich nochmal, wo sind meine Schultern? Wieder hebe ich die Matte in die Luft und prüfe. Aha, jetzt bin ich in der Matte. So können wir die Matte schön benutzen, um unsere Wirbelsäule gerade auszurichten. Warum? Wenn du jetzt mit den Händen die Matte packst und auseinanderziehst, dreh die Oberarme aus, Schulterblätter in die Matte. Das heißt, nachdem du jetzt dich gut ausgerichtet hast, geprüft mit Hilfe der Matte, mittig der Matte zu liegen, Füße, auch mittig, gut. Ich geprüft habe, den Kopf gehoben habe, kann ich nochmal schauen. Okay, ich bin mittig ungefähr. Wenn die Matte die Hände auseinander, nee, die Matte kann nicht ziehen, aber wenn die Hände die Matte auseinanderzieht, die Oberarme ausdrehen, machen wir jetzt ein kleines Spiel. Now we take it as a game. Push the shoulder blades to the floor. Drückt die Schulterblätter nach unten, wenn ihr die Oberarme ausdreht. Dann stoß die Fersen, push the heels into the floor. And this is the movement that brings the buttocks into the air. Wenn ihr jetzt hier die Schulterblätter, natürlich gehen sie in die Luft, aber wenn ihr die Schulterblätter dennoch nach unten drückt, schaut mal, was passiert mit dem Brustkorb. Die Schulterblätter nicht nach unten gehen, sondern viel mehr weg von der Matte. Obwohl ihr die Schulterblätter Richtung Matte stoßt. Dann wieder die Fersen nach unten. Bauch ist weit gelöst. So when you push the heels down, buttocks is going up, the stomach is widening. And breathe. Und jetzt löst mal die Hände und bringt nur so die Rückseiten, die Finger an die Taille. Now prove with the fingers, can you spread this area on the lower ribs? Nach rechts und links. Spreiz die unteren Rippen. Spreiz die Taillenregion unterhalb der unteren Rippen. Und stoß die Fersen nach unten. Und dann roll dich langsam wieder ab. Mehrere Atemzüge. Vor allem in den unteren Rücken. The lumbar. Take a few breaths. Breathe out, Vertebra für Vertebra, Wirbel für Wirbel, lass dich langsam abrollen. Das Gesäß muss immer noch dagegen halten. Bis ganz zum Schluss auch das Gesäß nach unten entspannt. Und dann zieh die Knie nochmal an und lass die Knie in die Hände hängen. Now if you hold your knees, the legs relax, the legs go away from the shoulders. Ihr lasst die Knie so ein bisschen in die Hände reinhängen, um den Rücken zu lenken. Und gebt dir eine kleine Massage, und zwar, indem du so eine 8 formst mit den Knien. Figure 8 with your knees, very little one. Der Atem fließt. Mal andersrum gesagt.
Und wenn du dann zu Shavasana kommst, kannst du gerne etwas unter die Knie legen, zum Beispiel gerollte Decken oder ein längliches Kissen. Oder auch die Waden auf einen Stuhl legen. You can bring the calves and the heels on the floor for Shavasana. Or have some height under your knees. Auf jeden Fall auch etwas Weiches unterm Kopf. Have something soft, a blanket under your head for Shavasana. I stay sitting. I don't go to lie down. I look at the little pictures, if I can see. So to see when you are ready. Und dann, wenn ihr im Shavasana angekommen seid, beziehungsweise in der Vorbereitung, die Knie vielleicht gestützt. Manche mögen es auch gerne flach, wenn du weißt, manche Teilnehmerinnen ist auch Höhe unter dem Kopf nicht so angenehm. Nimm mal so das, was jetzt für dich gut ist, dass du entspannen kannst. Und dann gib das Gewicht in die Matte ab. Relax your back into the mat. Spür den Rücken, lass den Rücken tiefer sinken in die Matte. Dann bring die Aufmerksamkeit zu deinen Fersen. Feel your heels. Spür den Kontakt, die Fläche von den Fersen zum Untergrund. Feel the mat. Whatever you have under the heels, feel the contact. Und lass die Fersen dann ganz in die Unterlage los. Relax. Relax the feet, entspannt die Füße. Waden breit. Let the calves become wide and sink. Lass die Waden sinken und das Schienbein sinkt in die Waden. Die Oberschenkel, sie entspannen, sie rollen so etwas nach außen. Lass rollen, lass sie sinken. Relax the thighs. Spür den Raum in den Kniekehlen. Space in the knee joints. Im Kniegelenk. Lass das Kniegelenk geräumig weit werden. Und lass die Griffe an den Kniescheiben dann los. Space in the area of the knee joints. And let the kneecaps go. Nimm wahr die Hüftknochen, von den Darmbeinstacheln her, der Bereich, der Richtung Decke zeigt, von den Hüftknochen. Lass voneinander wegsinken, nach rechts und links und Richtung Boden. Lass los. Let the hips become wide. Relax to the sides and in the direction of the floor. Weit der Bauch, vom Bauchnabel wie eine Sonne, die strahlt, warm und weit. Lass vom Bauchnabel in die Peripherie zu den Seiten hin fließen. Lass weit werden. From the navel, relax. Getting wide, the whole stomach is wide. And then let go.
Schulterblattbereich, nimm wahr den Kontakt. Den oberen Rücken, nimm wahr den Kontakt zur Matte. Die Arme fließen aus den Schultern Richtung Hände. Let the arms go in the direction of the hands. Relax the hands. Entspannt die Hände. Dann lasst nochmal Schultern, Arme und Hände ganz in den Boden los. And then let go the shoulders, the arms, the hands. Totally relax into the floor. Relax the throat, Kehle, entspannt. Unterkiefer, lass breit werden, lass sinken. Widen, let go. Langsam komm wieder zurück. Take your time when you come back. Feel the mat, feel the contact to your support. Spür die Unterlagen. Feel your breath. And then bend the legs and roll to your right side. Beug die Beine, roll dich auf deine rechte Seite. In your time, take your time to come to a seat. Setzt euch, setz dich in deiner Zeit noch einmal und sitz bequem, sitz aufrecht. Schultern über den Hüften, bringt noch einmal die Hände vor dem Brustbein zueinander, Namaskarasana. Namaskarasana ist auch ein Mudra, ist eine wirkungsvolle Handhaltung. Man kann sie, es ist am Anfang etwas Technik, einfach so ohne Technik, man kann sie lernen. Um viel Öffnung und Zugang in den Körper zu finden, Verbindungen im Körper zu knüpfen und auch Verbindungen im Körper und Geist. Körper und Geist sind eigentlich eins. Und auch erfahren wir es in der sinnlichen Form, den Körper, den wir anfassen können, den Körper als Spiegel unserer mentalen Verfassung. Den mentalen Körper als Spiegel vom physischen Körper. Im Namaskarasana, wenn die Handflächen zusammenkommen, bringen wir auch die linke und die rechte Seite in Kontakt. Unsere männlichen, unsere weiblichen Aspekte. Integration, Yuj, Yog, Yoga, verbinden, vereinen. Das, was eigentlich schon immer zusammen ist, eins ist, sich bewusst werden. Wir kennen es von einfachen Heilprozessen. Lenken wir die Aufmerksamkeit in eine Region, schwupps, sortiert es sich und fängt an zu heilen.
wenn wir in der Beobachtung verweilen und uns nicht involvieren, nicht reagieren mit Emotionen oder mit einem unbedachten Handeln. Diese Qualität des Beobachtens ist zentral im Yoga. Zum Abschluss einen Moment. Spür dich. Nimm dich wahr. Jetzt. Spür dich. Jetzt in diesem Moment. Jetzt. Und dann langsam beende diese kurze Übung. Die Hände auf die Oberschenkel. Und wenn du deine Augen in deiner Zeit öffnest, schau einfach, ob es für dich stimmig ist, wenn du sitzen bleibst. Du musst dich nicht verabschieden oder gar nichts, sondern einfach noch zu meditieren. Völlig in Ordnung. Ich wünsche euch allen einen ganz schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.